sehr geehrte Damen und Herren und zurück im Stadtmuseum in Weiden. Wir möchten Ihnen heute auch noch einige Bestandteile unserer Dauerausstellung zeigen. Wir sind hier in der Abteilung, die wir genannt haben, Spielzeug aus alter Zeit. Wir wollen eigentlich zeigen den Kindern von heute, wie die Kinder von gestern gespielt haben. Wir haben es aufgeteilt in zwei Bereiche, einmal Mädchen, einmal Jungen. Und wir haben hier im Hintergrund ein besonders schönes, großes Puppenhaus. Es ist sehr selten, weil es ist kein normales Puppenhaus, sondern es ist ein Puppenwaisenhaus. Man sieht es an den vielen Bettchen, man sieht es an den vielen Kindern, die sich dort aufhalten. Also eine ganz große Besonderheit. Eine Puppenküche ist auch mit dort in diesem Vitrine untergebracht. Und dann haben wir natürlich sehr viele Puppenküchen, Kaufläden, Puppen. Ich gestehe, es ist auch mein absoluter Liebling bei uns mit in der Ausstellung. Um eben die Mädchen auf ihre Zukunft als Frau und Mutter vorzubereiten, hat man diese Spielzeuge in früher Zeit geschenkt. Und die Kinder hatten dann eben, die Mädchen hatten schon kleine Kinder, hatten eine Küche zum Kochen, hatten einen Kaufladen zum Einkaufen. Und es ist alles wunderschön. Und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Spaß. Und ich kann wieder wiederholen, bleiben Sie alle gesund. Und wenn die Zeiten wieder gut sind, würden wir uns sehr freuen, wenn wir Sie hier bei uns in unseren Räumen begrüßen dürften. Alles Gute und viel Spaß. Danke. Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden Kinder in Deutschland als kleine Erwachsene behandelt, deren Unselbstständigkeit möglichst schnell zu überwinden war, damit die Kinder im Haushalt und in der Arbeit mithelfen sollten. Dass die Kindheit eine eigene Lebensphase mit eigenen Bedürfnissen ist, ist eine Erkenntnis, die sich erst mit dem bürgerlichen Familienideal in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts herausgebildet hat. Gemäß diesem bürgerlichen Familienideal ist die Erziehung der Kinder auch geschlechtsspezifisch abgelaufen. Das heißt, die Kinder sollten beim Spielen auf ihre spätere Rolle im Erwachsenenleben vorbereitet werden sollen. Deswegen waren für Buben beliebte Spielsachen zum Beispiel Spielzeugsoldaten, aber auch Baukästen, Fuhrwerke, Modelleisenbahnen und das alles ist auch bei uns hier in unserer Spielzeugabteilung des Stadtmuseums Weiden zu sehen. Wir haben wunderschöne Nürnberger Zinnfiguren, Flachfiguren aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, einen großen Holzautobus aus den 1930er Jahren oder eine Modelleisenbahn aus den 1950er Jahren. Auch Blechspielzeug und mechanisches Spielzeug können Sie sehen. Ganz wichtig war es uns auch, die Notzeit aus den
1920er und 1950er Jahren, also aus der Zeit nach den beiden Weltkriegen, zu dokumentieren. Hierfür stehen zum Beispiel selbstgefertigte Nachziehtiere. Da wir uns hier im alten Schulhaus befinden, einem historischen Gebäude der Stadt Weiden aus dem 16. Jahrhundert, in dem seit dem 16. Jahrhundert auch die deutsche und die Lateinschule untergebracht waren, befasst sich eine Vitrine hier in der Ausstellung auch mit dem Schulwesen.